Ja, es geht jetzt darum, von diesem Funktionsgraphen etwa den Funktionsterm abzulesen. Wie funktioniert das? Ja, bitte? Die Nullstellen ablesen. Na, dann gucken wir mal. Was für Nullstellen haben wir? Ja, bitte? X plus 3. Also, die Nullstellen erstmal. Ja? Minus 3. Minus 3, wen noch? Letzte Reihe bitte. Minus 1. So, wen noch? Ja, bitte. 1. So, das sind unsere Nullstellen. Was können wir denn zu der Vielfachheit dieser Nullstellen sagen? So, also schreib mal das hinten, die Vielfachheit jetzt. Vielfachheit. Welche Vielfachheit haben wir bei der Minus 3? Ja, bitte. Also doppelt, ja, die Vielfachheit 2 bei der Minus 1. Da muss jeder wissen, letzte Reihe bitte. Einfach. Jawohl, und bei der 1, nochmal letzte Reihe. So sieht das Ganze jetzt aus. So, jetzt können wir beginnen, den Funktionsterm Linearfaktor zerlegt aufzuschreiben. Wie sieht der jetzt etwa aus? Das sollte jeder wissen, ja bitte. X plus 3 in Klammern hoch 2. So, warum ist da x plus 3? Ja? Weil die Ausgangsform x minus x1 ist. Ja, völlig richtig. Ja. Das heißt, man muss ja dafür sorgen, dass an der Stelle plus 3 eine minus 3 eine Nullstelle ist. Deswegen müssen wir da plus 3 schreiben. Ich mache jetzt hier das hier doch mal weg. Das gefällt mir einfach. Ne? Jetzt gefällt es mir besser. Jetzt hat es nämlich irgendwie. So, so oder so ähnlich. Jetzt passt das auch insgesamt rein. So, das ist der erste Faktor. Der kommt von hier. Zweiter Faktor. X plus 1 hoch 1. Jawohl. Dritter Faktor. Ja. X minus 1 hoch 2. So, und diese Form stimmt jetzt aber nicht. Was fehlt bei der Form noch? Ja, bitte. Ja, y ist gleich oder sowas. Ja, das wäre, also wenn ich, das wäre jetzt, das war eigentlich der Term. Jetzt habe ich das y ist gleich, ist trotzdem Funktionsterm. Dritte Reihe, bitte. Und wie kriege ich den? Wie kriege ich den Vorfaktor? Ja, bitte. So, und durch welchen Punkt geht denn das Schaubild? Durch welchen Punkt geht das? Der auf jeden Fall ablesbar ist. Ich habe ihn hier auch ein bisschen eingezeichnet. Ja, bitte. Ja, das ist der Y-Achsenabschnitt. Also den kann man oft ablesen, nicht immer, aber oft. Sonst muss man halt einen Gitterpunkt suchen. Wenn man gar nichts findet, muss man halt schätzen. Dann schreibt man, ich lese ab den Punkt 0-1. So, und was mache ich jetzt mit dem Punkt 0-1? Ja, bitte. Einsetzen. Diktieren. Diktieren bitte. 0-2. Ja, also das erstmal. Ich fange mal dann damit an, wobei normalerweise fängt man woanders an. Wie geht das jetzt weiter? Ja, bitte. 0 plus 1. Hoch 1. Das hoch 1 schreibe ich nur pro forma hin, das könnte man natürlich weglassen. Letzte Reihe, bitte. 0 minus 1 hoch 2. Jawohl. Und da fehlt aber noch was. Jetzt habe ich zwar eingesetzt, aber, ja, bitte. 1 ist gleich. Jawohl. Und da fehlt noch was. Ein. Ja? Ja. Genau. So, und so sieht das Ganze jetzt aus. Und was machen wir nun? Ja, bitte. Ja, gleichstellen halt. Nicht gut ausgedrückt. Ja. Nochmal auflösen. Ja, und das heißt insbesondere diese ganzen Faktoren ausrechnen. Das hier ist 9, das ist 1 und das ist 1. Also steht da 9a gleich 1. Aufpassen, minus 1 hoch 2 ist plus 1. Also ist a gleich 1 Neuntel. Wie lautet jetzt die Funktionsgleichung? Ja, bitte. Y ist gleich 1 Neuntel a. Ohne das a haben wir gerechnet. So. Wenn man jetzt das a dazu sagt, ist es eigentlich falsch. Okay, dann darf ich abziehen. Ja? X plus 3 hoch 2, x plus 1 hoch 1 und x minus 1 hoch 2. Jawohl, und das wäre also der Funktionsterm. Gibt es da Fragen dazu?